Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich heiße Sie recht herzlich willkommen zu unserer Oktobersitzung im Dollacher Ortschaftsrat. Vor Eintritt in die Tagesordnung möchte ich mitteilen, dass heute entschuldigt sind unsere Ortsvorsteherin Frau Ries, Frau Elke Frey, Frau Christina Stolz, Herr Ortschaftsrat Michael Griener, Herr Dr. Rausch, Frau Oppelt und Herr Wenzel. Ferner möchte ich mitteilen, dass Tagesordnungspunkt 5, Fahrradstraßen Aue-Durlach, auf Wunsch des Antragstellers heute von der Tagesordnung genommen wurden. Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 1, Zusammensetzung des Ortschaftsrats. Hierzu folgende Erläuterung. Herr Ortschaftsrat Hartmut Brucker teilte mit Schreiben vom 30. August diesen Jahres mit, dass er nicht mehr Mitglied in der Partei Alternative für Deutschland ist und deshalb sein Mandat im Ortschaftsrat Durlach beenden möchte. Nach den Paragraphen 31 Absatz 1 Satz 3 und Satz 4, Paragraph 16 Absatz 1 Satz 3 Gemeindeordnung in Verbindung mit Paragraph 72 Satz 1 Gemeindeordnung hat der Ortschaftsrat festzustellen, dass bei Herrn Hartmut Brucker ein wichtiger Grund zum Ausscheiden aus dem Ortschaftsrat vorliegt. Ein wichtiger Grund besteht auch vorwiegend aus dem Ausscheiden aus einer Partei oder einer Wählervereinigung, aus deren Wahlvorschlag der Ortschaftsrat bei der letzten Kommunalwahl ordentliches Mitglied im Gremium geworden ist. Nächste Ersatzperson auf der Vorschlagsliste der Alternative für Deutschland nach dem Ergebnis der Ortschaftsratswahl im Mai 2019 ist Frau Helena Winkler. Frau Helena Winkler wäre wählbar und es bestehen auch keine Hinderungsgründe im Sinne des Paragraphen 29 der Gemeindeordnung, welche die Tatsache des Nachrückens verhindert. Frau Winkler wurde schriftlich benachrichtigt und hat mitgeteilt, dass sie auch kein Mitglied mehr der Partei Alternative für Deutschland ist und aus diesem Grund nicht in den Ortschaftsrat nachrücken möchte. Nächstes Ersatzmitglied bzw. nächste Ersatzperson auf der Vorschlagsliste der Partei Alternative für Deutschland ist nach dem Ergebnis der Ortschaftsratwahl Herr Andreas Seidler. Herr Andreas Seidler rückt für die restliche Amtszeit in den Ortschaftsrat nach. Er ist von der Tatsache des Nachrückens in den Ortschaftsrat schriftlich benachrichtigt worden und hat auf entsprechende Anfrage mitgeteilt, er nehme die Wahl an. Gleichzeitig hat er erklärt, dass bei ihm kein Hinderungsgrund für den Eintritt in den Ortschaftsrat Durlach besteht. Der Ortschaftsrat wird nun gebeten, festzustellen, dass es keine Gründe gibt, die gegen das Ausscheiden von Herrn Hartmut Brucker aus dem Ortschaftsrat gibt, sowie es keinen Hinderungsgrund gibt, dass Herr Andreas Seidler in den Ortschaftsrat nachrückt. Gibt es hierzu noch Redebedarf? Herr Malisius. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren. Wer sich zur Wahl stellt und gewählt wird, hat nach meiner Ansicht auch die ganze Legislaturperiode durchzustehen, unabhängig davon, ob er jetzt die Partei wechselt oder aus der Partei austritt oder sonst ein Grund besteht. Also ich werde dagegen stimmen, gegen die Entlassung. Ich will das nur jetzt schon mal klarstellen. Herr Müller. Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, eine persönliche Erklärung von meiner Seite zum Abstimmungsverhalten. Ich werde mich zu Tagesordnungspunkt 1 und allen seinen Unterpunkten der Stimme enthalten, weil ich es schlichtweg mit meinem Gewissen nicht vertreten kann, dass ein Vertreter einer Partei, welches durch höchstrichterlichen Beschluss als Beobachtungsfall des Verfassungsschutzes gilt und dort auch Erkenntnisse vorliegen, das hat das Verwaltungsgericht Köln zugrunde gelegt, dass im Prinzip verfassungsfeindliche Bestrebungen die Partei verfolgt. Daraus resultiere ich allein meinem Gewissen geschuldet, dass ich dem nicht zustimmen kann. Ich enthalte mich in allen Punkten. Vielen Dank. Keine weiteren Wortmeldungen. Dann komme ich zur Abstimmung. Wer spricht sich
für die Freilassfeststellungen, die ich eben vorgelesen habe. Wer stimmt diesen zu? Wer stimmt dagegen? Eine Stimme. Eine Stimme. Enthaltungen? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gut. Damit ist festzustellen, dass es festgestellt wurde, dass keine Einwände gegen die Ernennung von Herrn Seidler in den Ortschaftsrat sprechen. Herr Seidler, darf ich Sie nach vorne bitten? Ich habe Sie zu verpflichten, kommen Sie am besten hier rum, weil Sie müssen noch eine Unterschrift leisten. Gemäß § 32 der baden-württembergischen Gemeindeordnung verlese ich Ihnen jetzt die Verpflichtungsformel vor. Sie erklären dann bitte, ob Sie diese annehmen, entweder mit dem Wortlaut, ich gelobe es, so wahr mir Gott helfe, oder ich gelobe es. Herr Seidler, ich gelobe Treue der Verfassung, gehorsam den Gesetzen und gewissenhafte Erfüllung meiner Pflichten. Insbesondere gelobe ich, die Rechte der Stadt Karlsruhe und der Ortschaft Durlach gewissenhaft zu wahren und ihr Wohl und das Wohl ihrer Einwohner nach Kräften zu fördern. Ich gelobe es, so wahr mir Gott helfe. Dann herzlichen Glückwunsch. Wenn Sie bitte hier unterschreiben, ich unterschreibe dann auch gleich. Ja, dann kann ich Sie einladen, Ihren Platz einzunehmen. Ich möchte an der Stelle auch noch dem heute leider nicht anwesenden Herrn Brucker für seine ehrenamtliche Tätigkeit im Ortschaftsrat danken und ihm für die Zukunft alles Gute wünschen. Ihnen, Herrn Seidler, auch eine glückliche Hand bei Ihrer Arbeit für unseren Stadtteil und für Durlach. Ah, Entschuldigung. Danke, Herr Rössler. Es gibt noch Punkt 1.5. Im Rahmen des Ausscheidens von Herrn Brucker aus dem Ortschaftsrat ist eine Neubesetzung des Ausschusses 2 notwendig. Es ist beabsichtigt, dass der Ortschaftsrat Andreas Seidler die Mitgliedschaft im Ausschuss für Planung, Bauwesen und Umwelt übernehmen soll. Wer stimmt dieser Umbesetzung zu? Wer stimmt dagegen? Keine Gegenstimme. Enthaltungen? Damit ist die Umbesetzung angenommen. Vielen Dank.